そんなに綺麗に剥かなくていいからね。Es muss nicht perfekt werden, okay? Okay. 少しくらい分厚くなっちゃってもいいから。たくさんあるから、スピード優先でね。Es ist auch okay, wenn sie ein bisschen klobig sind, alles klar? Es gibt eine ganze Menge, deswegen wir sollten uns auf die Geschwindigkeit konzentrieren. Ich war mit meiner ersten Kartoffel, nicht Tomate, fertig, während ich sprach. Und and carved out the sprouts. Also nehme ich mal an, die Sprouts, die Samen oder so, die sich dann in der Kartoffel befinden oder so? Sprouts? Die Sprossen. Ah, okay. Schnitt die Sprossen ab. Naja, ich und Kochen ist auch etwas, was nicht zusammenpasst. Also da geht es mir ganz genauso wie Nena und Co. Ich kann auch nur die simpelsten Dinge wie, studentisch Nudeln kochen, eine Pizza, eine Tiefkühlpizza im Ofen warm machen und Sushi. Mehr bekomme ich nicht hin. So, genau. Etwa so? Oh, so namo. Medake wa chanto kurinuite ne. Wie hat sie es genannt? Die Sprouts? Achso, nee, halt. Achso, hier. Oh, so namo. Medake wa chanto kurinuite ne. Medake? Oh, so namo. Medake wa chanto kurinuite ne. Medake. Aber was für ein Zeichen für Me könnte es sein? Dann sein. Me ist ja. Ach nee, nee wahrscheinlich. Nee, nicht Me. Und Ne wären dann die Wurzeln. Wahrscheinlich dieses Kanji hier, nehme ich mal an. Ja, nee. Nicht mehr, nee. Ja, genau so. Stell einfach nur sicher, dass du die Wurzeln, also die Sprossen ordentlich abschneidest, okay? Hatte sie ja gesagt. Ich kann sie nochmal. Okay, ich höre schon auf. Verdammt, wenn ich ganz oft hintereinander klicke, dann spielt er auch noch mindestens jedes Mal ab, was ich geklickt habe. Selbst wenn ich im Bild schon weiterklicke. Ich nickte auch als Antwort auf die doch, ich wollte es gerade richtig sagen und wollte dann wieder auf Tomate umschränken. Was ist denn los mit mir? Ich bin auch schon so ein Couch-Potato hier. Ich nickte als Antwort auf die Kartoffel, die mir Hina entgegenhielt. Die abgeschälten heute packten wir in einen Eimer, der zu unseren Füßen stand. Wenn wir ein bisschen. Spilling a few of them wouldn't matter, since we could always pick them up after we finish. Ein paar davon irgendwie runterfallen zu lassen oder so, würde nichts ausmachen, da wir sie danach ja wieder aufheben können, wenn wir fertig sind oder so. Wie meinst du das? Die geschälten Kartoffeln kommen dann in eine leere Schüssel, und dann würden wir wieder weitermachen. Hina war ungefähr in der Lage, eine Kartoffel zu schälen, während ich ungefähr in der Zeit, wo ich zwei schälte. Und wahrscheinlich wäre sie trotzdem schneller als viele andere. Even then, she's probably cooking the most at this. Ja. Mit The Mouse meinst du wahrscheinlich andere Leute bei der ganzen Sache. Wahrscheinlich dank dem, wie oft sie mir zu Hause aushilft. Und so schälten wir Kartoffel um Kartoffel hintereinander und zusammen. Und eigentlich, die beiden Geister sind ja nicht zwischenzeitlich verschwunden und so weiter. Die müssen immer noch da sein und das Ganze beobachten oder etwa nicht. Die Bank war gerade so im Schatten verborgen hinter dem Schulgebäude. Ja, versteckt hinter dem starken nachmittäglichen Sonnenlicht. Und die frische Windbrise war eine willkommene Abwechslung oder war sehr erfrischend. Wir konnten die Zikaden hören, wie sie in der Ferne rumkrächzten und quietschen. Wahrscheinlich waren sie irgendwo in den Zweigen der Bäume auf dem Schulhof. Ja, und wir saßen hier in diesem etwas zurückgezogenen Gebiet und genossen die Umgebung oder die Atmosphäre. So, ich habe 5. Ich bin beim 10. Klang so ein bisschen herausfordernd, so als würden sie es als Wettbewerb machen, wobei ja Hina niemals dabei gewinnen könnte. Es ist ja kein Wettbewerb oder irgendwie sowas.
Aber Hina und ich tun das immer so. Ich denke, das motiviert sie. Meine Hände sind vielleicht sogar ein bisschen dabei, sich schneller zu bewegen. Wobei das auch gefährlich sein kann, wenn es jemand ist, der eben nicht erfahren ist mit Schälen und so weiter, kann sich da ganz schnell in den Finger schneiden. Aber wenn die beiden das immer machen und Hina ja Erfahrung hat beim Yuna aushelfen beim Kochen, dann wird das wahrscheinlich schon in Ordnung gehen. Und das Motivieren geht darüber wahrscheinlich, weil sie als Laufteam, Athletin und so weiter im Wettbewerb sowieso gewohnt ist. Double Score. Double Score. Also, ja, doppelte Punktzahl. Du musst dich jetzt nicht unnötig beeilen. Es muss nicht perfekt sein. Aber du solltest sie auch nicht zu schäbig aussehen lassen. Wenn ich dir das so sage, dann kann ich mir sicher sein, dass Hina eine gute Arbeit abliefern wird. Es ist nicht so, als wäre sie super talentiert oder irgendwie sowas. Aber sie versteht zumindest ganz exakt, was ich von ihr will, was sie tut. Sie ist immer sehr ernsthaft dabei, wenn sie mir hilft. Normalerweise verbringen wir keine Zeit, die Zeit damit, wenn wir solche Dinge hier tun, indem wir viel miteinander reden. Also tun wir nicht. Es ist eher so, als wenn einer von uns irgendwie etwas sagen würde. It's more like one of us will say something. Achso, es ist eher so, einer von uns sagt einfach mal was und dann tauschen wir ein paar Worte aus. Und dann arbeiten wir wieder in Stille für eine Weile. Dann sagt wieder jemand etwas und so weiter und so fort. Diese Art von, ja, Unterhaltung oder miteinander umgehen. Hina und ich gehen schon seit Ewigkeiten oder schon seit wir uns kennen so miteinander um. Und auch heute war es wieder so. Nach einer kleinen Weile, vielleicht ungefähr 4 Kartoffeln leiser Arbeit. Yunane. Arigato. Yunane. Danke dir. Für was denn? Kasuku no ryori gakari. Ikkiukete kurete. Dafür, dass du dich bereit erklärt hast, während des Camps zu kochen. Ah, sono koto. Ii no. Watashi no ryori no ude wo katte kureta ndashi. Das geht schon vollkommen in Ordnung. Ich bin froh, dass ich hier meine Kochkünste zeigen kann. Sag mal, Yunane, macht es dir Spaß? Ja, es ist. Ja, ich kann alle möglichen verschiedenen Gerichte ausprobieren. Und es ist auch eine ganze Weile her, seit ich für so viele Leute kochen durfte. Das ist gut. Um ehrlich zu sein. Hatte ich ein bisschen Angst, dass du Nein sagen würdest. Nein sagen? Warum sollte ich? Hatte ich darüber nachgedacht? Hatte ich es in Erwägung gezogen, Nein zu sagen, als Amishima-Senpai und Inamoto-Senpai mich gefragt hatten? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich gedacht hatte, dass es eine perfekte Gelegenheit wäre, um am Camp teilzunehmen. Ich frage mich, warum Hina gedacht hätte, dass ich es ablehne. Naja, die beiden sind Kindheitsfreunde. Hina weiß ja wahrscheinlich um diese ganze Sache mit der Mittelschule und so weiter Bescheid. Weil ich dachte, vielleicht hast du angefangen, Kochen zu hassen, Yunane. Hä? Hinas Worte ließen mich für einen kleinen Moment lang wortlos da sitzen oder ließen mich gefrieren. Kochen hassen? Ich koche schon, seit ich sehr klein war. Ich habe es so sehr geliebt, dass ich schließlich dem Kochclub in der Mittelschule beigetreten bin und sogar die Clubpräsidentin geworden bin. Naja, ich war zwar das geworden, aber es hassen? Ich schätze, eine Weile tat ich das. Naja, vielleicht nicht wirklich hassen, aber es war definitiv sehr schwierig für mich. Es war
unmittelbar nach jenem Tag. Für einige Zeit danach hatte ich so ziemlich das Selbstvertrauen in alles, was ich tat, verloren. Aber... Aber ich bin froh, dass wir dich gefragt haben. Weil momentan siehst du so aus, als hättest du eine ganze Menge Spaß. Aber ich hatte nicht angefangen, es zu hassen. Selbst als es diese unglaublich schwierige Zeit war. Das Ganze hat nach und nach nachgelassen und ich habe dann weitergekocht für meine Familie und für Hina. Mir ist aufgefallen, dass ich es nicht hasste, wenn ich für Hina kochte. Hina. Ihr war es aufgefallen, dass es für mich schwer geworden war zu kochen. Du wusstest es. Was denn? Nein, ich glaube nicht, dass sie es wusste. Also den Grund, warum Kochen für mich so schwer geworden war. Sie hätte es gar nicht wissen können. Aber ihr ist aufgefallen, wie ich empfand, obwohl ich wie immer für sie kochte und damit nicht aufhörte. Hatte ich mich komisch verhalten? Nein, nicht seltsam, aber... Bevor ich an die Schule hier gekommen bin, warst du ein bisschen anders. Ich verstehe. Ja, das muss. Das war wohl so. Hina war mir immerhin immer die Person, die mir am nächsten war. Als ich hier in die Schule kam, begann ich damit, mich möglichst von allen anderen Leuten fernzuhalten, wenn man mal Anno nicht mitzählt. Zu Hause verhielt ich mich natürlich nicht so. Und auch nicht gegenüber Hina natürlich, aber... Für eine recht lange Zeit hast du dich ziemlich anders verhalten. Du hast nicht mehr so viel über die Schule geredet. Ja, das war wohl so. Als ich an die Schule gekommen bin, habe ich dich manchmal tagsüber gesehen und da wirktest du immer, ein bisschen niedergeschlagen. Und wenn du nicht gerade mit Anno-chan zusammen warst, warst du immer alleine. Ja, so war das wohl. Das war absichtlich, da ich ja versucht habe, mich so sehr wie möglich rauszuhalten, mit anderen Menschen zu interagieren. Und da fragte ich mich, ob wohl irgendetwas passiert sei, weil ich Angst hatte. Aber... Aber in letzter Zeit wirktest du nicht mehr so. Jetzt scheint es so, als hättest du viel Spaß, Yunane. Zum Beispiel vor kurzem, als wir Fangen gespielt hatten. Guten Weg, die Jagd auf Tsurugumine-san auszudrücken. Fangen spielen. Und als wir dich gefragt haben, ob du beim Camp mit teilnehmen kannst. Es schien so, als hättest du viel Spaß, Yunane. Deswegen war ich sehr froh. Und jetzt auch gerade, Yunane. Es scheint so, als hättest du viel Spaß,
um hier fürs Camp zu kochen. Und da bin ich glücklich. Hm. Ja, du hast recht, Hina. Ich habe gerade tatsächlich Spaß. Es ist zwar schwere Arbeit, aber ich mag es, all dieses Essen zu kochen. Und es macht auch Spaß, das für alle anderen zu tun. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich jetzt gerade Spaß habe. Und das, obwohl ich lange Zeit dachte, dass ich das nicht haben dürfte. Ich kriege manchmal Angstgefühle oder ich bin manchmal ängstlich, dass ich Dinge tue, ja, die ich gar nicht tun sollte, aber dennoch macht es Spaß. Sag mal, Hina. Ich war also... Ich hatte lange Zeit Angst. Mein letzter Winter in der Mittelschule. Weißt du noch, als wir damals den finalen Kochwettbewerb gewonnen hatten? Da hörte ich, wie die anderen Clubmitglieder miteinander redeten. Naja, es war nur zufällig, aber... Alle redeten sie hinter meinem Rücken, wie sie mich eigentlich tatsächlich unglaublich nervig und widerwärtig fanden. Und naja, ich wollte da nicht wirklich lauschen, aber die Worte flossen raus. Tief aus meinen Erinnerungen kamen sie heraus, tief aus meinem Herzen. Als ich hörte, was sie sagten, da war das ein sehr großer Schock für mich. Ich dachte, ich hätte mir für alle sehr viel Mühe gegeben. Aber aus der Perspektive betrachteten sie das nicht. Ich dachte, wir alle hätten super zusammengearbeitet und alles hat da alle Kraft reingesteckt, aber ich war die Einzige, die das empfand. Und ich fragte mich, ob alles, was ich bis dahin getan hätte, völlig für umsonst und sinnlos gewesen sei. Und... Ich bekam dann Angst, dass ich wieder so empfinden würde, dass ich mich mit jemandem einlassen würde und Dinge für sie tute und mir dann gesagt werden würde, dass es mich doch überhaupt nichts angeht, dass ich mich einfach nur unnötig einmische. Hina hörte still meinen Worten zu und dann blickte sie mich direkt an. Ich sah ein bisschen nach unten und versuchte mich vor ihrem Blick zu verstecken. Ich bewegte weiterhin meine Hände, schälte die Kartoffeln, während ich sprach. Hina versuchte gar nicht mehr, noch mitzuhalten und ihre Hände bewegten sich sehr langsam. Aber sie hörte der gesamten Geschichte zu. All diese Dinge, die ich irgendwo tief in meinem Herzen vergraben hatte. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich es jemals wollte, dass ich sie jemandem mitteile, aber... Dass dir das Ganze aufgefallen ist, das war dann wahrscheinlich damals zu jener Zeit. Da war es dann
ziemlich schmerzhaft, eine Weile lang zu kochen. Aber weißt du? Aber ich denke, jetzt bin ich da ziemlich drüber hinweg. Schließlich mag ich kochen tatsächlich. Denn du bist ja auch immer da und isst eine ganze Menge davon und sagst mir dann, wie unglaublich lecker es war, Hina. Ich bin froh, dass ich zumindest das Kochen nicht auch angefangen habe zu hassen. Deswegen vielen Dank, Hina. Hina schüttelte ihren Kopf stark genug, sodass ihr kurzes Haar über ihr Gesicht wehte. Das Essen, was du machst, ist immer wirklich gut, Hina. Wirklich schon immer. So also. Deswegen, ich bin diejenige, die dir Danke sagen sollte. Vielen Dank immer für alles, Yunane. Ich war noch nie in der Lage gewesen, jemanden von jener Zeit zu berichten. Nicht einmal Hina habe ich es gesagt. Ich wusste nicht, wem ich es mitteilen sollte. Und jetzt, wo ich es endlich gesagt habe, es ändert eigentlich nichts, jetzt, wo ich es ihr gesagt habe, aber ich habe das Gefühl, dass es mir ein bisschen besser geht. Ich schätze mal, das ist dieses Gefühl, wie es wohl ist, wenn man das Gefühl, das muss es wohl sein, das Gefühl zu haben, dass einem ein bisschen Last von den Schultern genommen wird. Ich nahm die letzte Kartoffel aus der Schüssel und fing an, ja, die Haut abzuschälen. 5 Schnitte mit dem Messer, dann noch die Sprossen raus und fertig war's. So, da hätten wir es. Bist du auch mit deinem fertig, Hina? Ah, kleiner Blick nach. Ja, fertig. Okay, danke dir. Gibt es sonst noch was, wo ich dir helfen kann? Den Rest kriege ich schon selbst hin. Kannst du nochmal wiederkommen, wenn es an der Zeit ist, die Tische zu... Ach Gott, wie sagt man das? Zu nicht servieren, das vorbereiten. Also das, ja, also Teller, Geschirr, Dingsbums auszubereiten. Ja. Na dann, mach dich wieder auf den Weg zurück zu den Übungen oder zu deinem Training. Heute gibt's Niko Jaga, also den Kartoffel-Fleisch-Eintopf und noch ein paar andere Sachen zusammen. Mit einem Pfirsich-Sorbet als Dessert. Ich wette, du wirst es mögen. Alle sagen, wie gut es ist. Wirklich? Da bin ich aber froh. Sie sagen, wie unglaublich toll dein Essen ist und dass sie sich immer auf die Mahlzeiten freuen. Wirklich? Danke. Nun gut, ich gehe dann zurück zum Training, okay? Ja, gib alles. Tja, während Hina sich aufrichtete, nahm ich die Schüssel mit den geschälten Tomaten. Wieso immer Tomaten? Mit den geschälten Kartoffeln und nahm das Messer, welches sie aus der Küche für mich hergebracht hatte. Hina. Hina?
Tut mir leid, dass du dir all das komische Zeug anhören musstest. Aber danke, dass du zugehört hast. Ich bin auch froh, weißt du? Dass du mir das alles gesagt hast. Weil damals konnte ich nichts für dich tun, aber... Aber ich bin sehr froh, dass du mir das jetzt gesagt hast. Und noch glücklicher bin ich darüber, dass du dich bei mir bedankt hast. Sagte Hina und lächelte. Ja, mit einem sehr breiten, hellen Grinsen. Wie für sie typisch. Wir sehen uns. Oder da sehen wir da eine Rötung an den Wangen bei Yuna. Hina rannte ja in Richtung des Lauffeldes. Und während ich sie beobachtete, bemerkte ich, dass die Abendzikaden ja sich in die Umgebung oder in die Kulisse eingemischt haben. Dass meine Wangen sich aus irgendeinem Grund warm anfühlten und wahrscheinlich rot waren. Und dass mein Herz ein bisschen schneller klopfte. Und all das haben die beiden Jubiläes mitgesehen und erlebt. Und mich würde ja brennend interessieren, was sie dazu zu sagen haben. Speichern. Jawohl. Tja, Schlag auf Schlag geht's hier weiter. Ja, 19 Uhr. Langsam wird's auch für mich immer so viel... Ich muss irgendwie die Aufnahmen jetzt hier während des Camps, muss ich glaube ich nach einer Mahlzeit aufnehmen und nicht vor einem, ein, zwei Stunden bevor ich Abend esse, weil ansonsten bin ich dann echt nicht mehr in der Lage mit dem ganzen Hungergefühl dann hier mich ordentlich auf das Let's Play zu konzentrieren. Deswegen 19 Uhr, ich nehme jetzt seit einer Stunde, 15 Minuten ungefähr diese Aufnahme hier auf. Dürften so 2 bis 3 Folgen geworden sein. Mal gucken, wie ich schneide. Und dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme erstmal hier an dieser Stelle. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Tja. Und bevor ich die Absage mache, gut, dass Yunane es losgeworden ist. Und ich frage mich, ob... hatten wir nicht einmal die Wahl gehabt, zwischen Hina und Anno zu wählen, mit wem wir uns eher vorstellen könnten, auszugehen oder wem wir süßer oder niedlicher finden? Frage mich, ob es doch irgendwo eine Abzweigung zu Hina und zu Anno dann gibt. Ich weiß nicht, und ob das hier dann das erste Zeichen für Hina war oder ob mit Anno auch noch irgendwas passiert im Folgenden, so oder so. Wie gesagt, weil eigentlich ist es meines Wissens nach als Kinetic Novel, wie gesagt, ausgelebt. Also zwar Entscheidungen, die es gibt, aber trotzdem nur einen linearen Storyverlauf. Nun gut, und ja, sehr gespannt, wie gesagt, weil es wirkt tatsächlich nicht so, als hätte Hina jetzt in irgendeiner Art und Weise romantische Gefühle für irgendjemanden. Sie wirkt eher sehr asexuell oder so, aber naja, wer weiß, bei Yuna, das muss jetzt auch nicht ein Gefühl der Liebe gewesen sein, sondern einfach nur eines der freundschaftlichen Dankbarkeit oder so und des Glücks, was sie empfindet, weil einerseits eine gewisse Last, was sie immer in sich hineingefressen hat von ihren Schultern ist, und andererseits bedankt worden zu sein, Spaß zu haben und so weiter und so fort. Ja, man darf halt nicht alles in sich reinfressen und dergleichen. Deswegen hatte sich auch Megumi gegenüber Yuna geöffnet an dem einen regnerischen Tag, wo sie dann ihre ganzen Gefühle gegenüber Sachi ja rausgelassen hat. Seitdem ist ja auch Megumi ein bisschen freundlicher im Umgang mit Yuna geworden, weil sie jetzt Yuna wahrscheinlich doch als so etwas wie eine lebende Freundin oder eine andere Person, der sie etwas anvertrauen kann, ansieht. Und ja, auch aus der eigenen Erfahrung hat es niemals geholfen, Sachen zu lange Sorgen in sich hineinzustopfen, weil es dann irgendwann bringt, ja, das eigene Fass, emotionale Fass, egal wie groß es ist, irgendwann bringt es mal zum Überlaufen. Irgendwann ist es ein Tropfen zu viel, der reinkommt, wenn man Sachen in sich hineinfrisst. Deswegen, irgendwann muss man das mal herauslassen. Und Yuna hat da jetzt dank Hina einen wichtigen Schritt getan.
Ja, und hat mich auch mal wieder darin bestärkt, dass generell von allen Characters und von dem, was ich auch eher, wenn es denn auch ein Yuri-Endspiel für Yuna gibt, bin ich ganz klar auf Hinas Seite statt auf Anos Seite. Zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht kann das Spiel noch was daran ändern, mit diversen Anno-Yuna-Szenen. Ich weiß es nicht. Zumal mich mal interessieren würde, wie so die erste Begegnung zwischen den beiden war. Vielleicht bekommen wir da noch ein Flashback oder irgendwie so irgendwann mal. Das würde mich mal reizen, dann zu sehen, wie es gewesen ist im ersten Schuljahr, nachdem Yuna in die Oberschule gekommen ist, wie es dann überhaupt zu der Bekanntschaft mit Anno gekommen ist. Die erste Begegnung, wie sie zu ja, so etwas Ähnlichem wie Freundinnen wurden. Das wird es bestimmt noch geben. Dann, wenn es ein bisschen mehr den Fokus irgendwann mal auf Anno shiftet. Wahrscheinlich nach dem Sommercamp allerdings erst, nehme ich mal an. Gut, und damit jetzt aber wirklich hier an dieser Stelle mit diesen Nachgedanken. Matane, bis zur nächsten Folge und dann dort auch schon der nächsten Aufnahme. Tschüss.